Hi, vor 2 Jahren haben wir versucht, die Wassermelone bis zum Silvester aufzubewahren. Damals hat es nicht geklappt und wir haben euch versprochen, es nochmal zu versuchen. Es ist die Zeit, das Versprechen zu halten. Und diesmal haben wir uns gut vorbereitet. Im damaligen Video hatten wir ein Wachsbeschichtungsverfahren, aber dieses Mal werden wir versuchen, die Erfolgschancen zu erhöhen und mehrere Methoden gleichzeitig ausprobieren. Zuerst gingen wir in den Laden und begannen unserer Meinung nach die schönsten Wassermelonen auszuwählen, die Minimum an Kratzern und anderen Schäden haben. Es war ziemlich schwierig. Spielen Sie Fußball mit den Wassermelonen in dem Laden oder was? Wir brachten 10 Melonen nach Hause, legten sie auf dem Couch, um sie nicht zu beschädigen, und begannen zu überlegen, was wir damit anfangen sollten. Cookie schlug uns vor, sie einfach zu essen. Wir waren uns schon einig, aber der Stefan sagte, dass wir kein Video machen könnten. Ja, das ist logisch, wichtiges Argument. Im Internet fanden wir verschiedene Methoden, die uns gut vorkamen. Und wir begannen, was zu tun. Für die erste Methode brauchen wir eine Wassermelone und so einen Plastikbehälter, in den es passen kann. Die Essenz der Methode ist, dass wir den Behälter mit Wassermelone mit reinem Wasser füllen, das jede Woche auch frisch geändert werden muss. Da die Wassermelone etwas leichter als Wasser ist, ragt die Oberseite etwas über die Oberfläche hinaus. Aber es muss komplett unter Wasser sein. Deshalb nahmen wir so eine orange Kappe, die mit Heißkleber auf den Deckel des Behälters geklebt. Es hilft uns, die Wassermelone vollständig unter Wasser zu halten. Ich denke, dass wir mit dieser Methode die Wassermelone von Sauerstoff isolieren, was wahrscheinlich zu ihrer Schädigung beitragen kann. Dann tragen wir die Melone in eine kühle Stelle, wo sie bis zu Ende des Jahres sein wird. Leider haben wir keinen Keller und stellen sie in die Garage. Für die nächste Wassermelone brauchen wir trockenes Heu. Wir haben es in einer Zoohandlung gekauft, als Boden für Kaninchen und andere Nagetiere. Wir geben das Heu in die Kiste mit Löchern, damit das Heu leicht belüftet werden kann. Legen die Wassermelone darauf und decken mit demselben Heu zu. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, nach welchem Prinzip diese Methode funktionieren soll. Vielleicht nimmt das Heu überschüssige Feuchtigkeit auf. Oder ist es nur eine Art Magie der Natur? Mal sehen, ob diese Methode funktioniert. Jetzt müssen wir raus und eine Schaufel holen. Seid ihr überrascht? Nun müssen wir jetzt eine gute Stelle im Garten finden und mit der Schaufel so ein Quadrat im Gras ausschneiden. Dann heben wir es vorsichtig hoch und bekommen so ein Stück Erde mit Gras, genau wie in Minecraft. Jetzt müssen wir das entstandene Loch gründlich vertiefen. Die Erde legen wir in eine Schubkarre, da wir sie nicht mehr brauchen. In eine Tiefe von etwa 40 cm stießen wir auf eine Tonschicht. Und das ist sehr gut, wir werden es brauchen. Nehmen ein bisschen mit. Jetzt brauchen wir kleine Kieselsteine oder in unserem Fall Bleton. Wir haben ihn in einem Gartenladen gekauft. Wir müssen ihn auf dem Boden unseren Loch gießen, damit sich dort überschüssige Feuchtigkeit ansammelt und nicht auf unserer Wassermelone. Jetzt nehmen wir Holzspäne. Wir haben es in der Tierhandlung gefunden und verwenden als Boden für Stefan. Gießen eine Schicht von ca. 10 cm, dann legen unsere Wassermelone dort und füllen das Loch mit Sägespäne auf. Und oben setzen unser Graswürfel auf. Die Essenz dieser Methode ist wahrscheinlich, dass im Untergrund immer kühl ist. Und gleichzeitig friert es nicht im Winter so tief. Und Sägespäne und Bleton lassen keine Feuchtigkeit zu Wassermelone. Es ist sehr interessant, was wir finden werden, wenn wir an Silvester unsere Wassermelone ausgraben.
Und diejenigen, die den Kanal abonniert haben, werden auch sehen, was passiert ist. Abonniere auch du, wenn es dir interessant ist. Es ist nicht schwierig. Jetzt nehmen wir eine kleine Schachtel und den gewöhnlichen Reis. Gießen ein paar Zentimeter Reis auf den Boden der Schachtel. Legen dort unsere Wassermelone. Und füllen mit Reis so auf, dass die Wassermelone bedeckt ist. Was, Cookie? Bist du traurig, weil wir keine Wassermelonen essen? Wir ziehen ein T-Shirt drüber und fertig. Übrigens, wer erinnert sich, aus welchem Video dieses T-Shirt? Für die nächste Methode brauchen wir einen natürlichen Stoff. Wir haben dieses T-Shirt. Es besteht zu 100% aus Baumwolle. Also, das passt. Wir müssen die Wassermelone auf den Stoff legen und einwickeln. Als nächstes müssen wir so ein Netz finden, zum Beispiel von irgendwelchen Gemüse, und in das Netz legen. Oben muss das Netz zugemacht werden. Unser Netz wurde gerissen, aber wir werden es mit Kabelbinder reparieren. Wir haben so eine Granate. Wir gehen in die Garage und hängen es an einen Haken auf, aber stellen es nicht auf den Boden oder Regal. Denn diese Methode funktioniert, wenn der Druck auf der Wassermelone von allen Seiten gleichmäßig ist. Vielleicht klappt es ja. Für die nächste Methode müssen wir ein Feuer machen. Aber nein, wir werden keine Wassermelone braten. Nachdem das Holz verbrannt ist, bleibt die Asche. Das ist so ein graues, sagen wir, Pulver, den wir sammeln und die Wassermelone darauf legen. Die Asche könnt ihr auch im Garten sammeln, nachdem ihr Zweige oder Büsche verbrannt habt. Hauptsache, dass ihr kein Plastik oder etwas Schädliches verbrennt. Jetzt füllen wir die Wassermelone vollständig mit Asche. Macht es draußen, sonst wird die ganze Zimmer grau. Nun müssen wir trockenen gesiebten Sand finden und dasselbe machen, was wir mit Asche gemacht haben. Ich weiß nicht, was Geheimnis die Wassermelone mit Asche oder Sand auffüllen. Vielleicht verhindern sie, dass die Bakterien auf der Oberfläche der Wassermelone gelangen. Jetzt heben die Kiste an und tragen sie in die Garage. Daneben stellen wir andere Kisten mit experimentellen Wassermelonen. Wenn du in einer Wohnung wohnst, beispielsweise kannst du einen geschlossenen Balkon als Keller nutzen. Hauptsache, dass im Winter dort keine Minusgrade herrschen. Oh, ich habe den Ton fast vergessen, den wir aus dem Loch bekommen haben. Wir legen es in eine separate Schüssel, füllen es mit Wasser auf und stellen in die Mikrowelle, um etwas aufzuwärmen. So soll es weicher werden. Wir müssen es in kleine Stücke zerkleinern, deswegen haben wir das Gerät zum Kartoffelzerkleinern verwendet. Übrigens, wer weiß, wie es heißt. Aber der Ton war immer noch sehr hart und gab nicht nach. Deshalb begannen wir mit einem Löffel nach und nach kleine Stücke abzubrechen. Nach einiger Zeit wurde wieder die Kartoffelpresse verwendet. Wir müssen den Ton richtig mischen. Und ungefähr nach einer halben Stunde hatten wir so eine Masse mit Konsistenz von Mayonnaise. Das ist, was wir brauchen. Wir stellen die Wassermelone auf eine Art Erhebung und mit einem Pinsel tragen eine dünne Schicht Ton auf. Das ist ziemlich langweilig. Aber was macht man nicht, um eine Melone am Silvestertisch zu essen? Wenn die Melone vollständig bedeckt ist, lassen den Ton trocknen. Um den Prozess zu beschleunigen, haben wir den Ventilator eingeschaltet. Wenn die erste Schicht trocken ist, vorsichtig tragen die zweite auf. Dann nehmen wir den üblichen Verband und komplett wickeln die Wassermelone in ein oder zwei Schichten ein. Stellen uns vor, dass die Wassermelone verwundet ist und braucht Hilfe. Auf diese Weise verstärken wir unser Ton. Und er wird beim Trocknen nicht reißen.
Einige Stunden später trocknete die Melone aus. Es sieht so aus, ob sie eine Schale bekommen hat. Jetzt legen wir sie in eine Schachtel mit Heubett und tragen zu den anderen Wassermelonen. Als Ergebnis haben wir 8 Methoden und wir hoffen, dass mindestens eine davon funktioniert. Es wird sehr cool sein, wenn wir es schaffen. Und wenn du daran interessiert bist, was mit Melone zum Silvester passieren wird, abonniere den Kanal, da wir einige Tage vor dem neuen Jahr alle Wassermelonen holen und euch zeigen, was mit ihnen passiert ist.